was der Versicherte bei einer Begutachtung wegen einer Erwerbsminderungsrente beachten sollte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In unserer täglichen Arbeitspraxis haben wir es oft, sehr, sehr oft mit medizinischen Gutachten zu tun und auch mit Erwerbsminderungsrenten, Unfallrenten und auch mit Grad der Behinderung. Und da geht es oft um die Frage, wie soll ich mich als Versicherter denn eigentlich auf eine Gutachtersituation einstellen? Und ich freue mich, dass ich heute hier an meiner Seite unseren medizinischen Mitarbeiter, Herrn Frank Weise, begrüßen darf, der uns heute einfach mal zur Gutachtersituation und wie ich mich als Versicherter, als Mensch vor dem Gutachter verhalten sollte und auf was ich achten sollte, einfach mal ein paar Sachen sagen wird, ganz allgemein, denn es gibt da unheimlich viele Dinge, die man da beachten kann. Das können wir in dem Video gar nicht erfassen, aber trotzdem einfach mal, schieß einfach mal los und sag unseren Kunden einfach mal ein paar, gib denen mal ein paar Tipps, denn du hast ja viel Erfahrung in den Sachen, ne? Danke. Wichtig, ja, dass Sie auf Ihren Gutachtertermin vorbereitet sind, möglichst natürlich gut, dass Sie entsprechend dieses offiziellen Termins auch angenehmes Äußeres zeigen, dass Sie immer daran denken, der Gutachter macht seine Arbeit, bitte nicht in irgendeiner Weise aggressiv auftreten, auch wenn Sie sich im Vorfeld von zum Beispiel der deutschen Rentenversicherung ungerecht behandelt fühlen. Dafür kann der Gutachter nichts. Ganz wichtig, im Rahmen Ihrer Krankengeschichte auch bitte, ja, dass man sich nochmal mit dem behandelnden Arzt trifft vorher, der ja oft Ausgangspunkt ist bei der Beantragung einer Erwerbsminderungsrente zum Beispiel. Und nochmal die Krankengeschichte kommentiert, bespricht, dass Sie also dort gut informiert sind. Jetzt sind Sie beim Gutachter. Wichtig, dass Sie sich dem Gutachter entsprechend aufgeschlossen verhalten, offen sind und mit ihm in der Diskussion, gerade in der Anamnese, Punkt. Alles erklären, ne? Alles Oder? erklären können. Genau, Genau. Entschuldigung. So. Sie sollten möglichst hellwach sein, also am Abend vorher natürlich keine Geburtstagsfeier, bitte. Ja. Sollten Sie sich aber natürlich durch diese Begutachtungssituation überfordert fühlen, sagen, also gerade auch Ihr Krankheitsbild, vielleicht auch auf psychischer Seite, ist da recht gravierend, bitte eine dritte Person, eine Begleitperson mitnehmen. Es kann Ihre Ehefrau, Ihr Ehemann sein, oder aber auch eine dritte neutrale Person, die dort diese Situation mit erfasst, Dinge hört, die sie nicht hören und entsprechend auch beobachten kann. Hinterher bitte die Gutachtensituation nochmal reflektieren, nochmal drüber nachdenken, was ist da passiert mit mir, was wurde mit mir gemacht. Ganz wichtig auch, es sollte auch der Gutachter vor Ihnen sitzen, der auf der Einladung steht. Ja, nicht, dass Sie vom Assistenten begutachtet werden, der kann auch Aufgaben übernehmen, der kann bestimmte Messungen, zu denen wir noch was sagen wollen, durchführen, aber Ihr Gesprächspartner sollte Ihr Gutachter sein, Doktor oder Professor, Dr. Med. X. Ja, ganz wichtig. Darf ich noch mal ganz kurz? Aber gerne. Was passiert denn, wenn nicht der Professor dort vor unserem Patienten oder vor unserem Kunden steht? Kann man dann die Gutachtensituation abbrechen? Ist natürlich ein schwieriges Feld. Ja, man möchte ja auch mit dem Gutachten seine gesundheitliche Situation gegenüber dem Kostenträger auch dokumentieren. Aber leider sollte man dort aus der Situation gehen, mitteilen oder verlangen, dass der Gutachter, der namentlich erwähnt ist, tatsächlich auch die Begutachtung durchführt. Sonst muss man darum bitten, dass die Begutachtung abgebrochen wird und ein neuer Termin vereinbart wird, wo tatsächlich der Gutachter dann anwesend ist und diese Begutachtung auch durchführt. Ja, Danke. ganz wichtig. Zu den Messungen, ja, ist immer die Frage, ja, wir lesen häufig dort entsprechende Einschätzungen der Gutachter, wundern uns immer ein bisschen, wie die dazu kommen, ja, und was hast du da so juristisch schon mal gefunden? Ja, ich bin ja da auch immer manchmal überrascht, wenn wir den Mandanten kennen, den Patienten kennen und was dann für Ergebnisse dort auftauchen. Genau. Du sprichst jetzt praktisch diese Körpermessungen an, also Genau. Gewicht oder wenn man jetzt einen Arm hochhebt, wie viel Grad das Ja, sind und so ja, weiter. Ja, ja. also da ist es ganz klar so, dass solche Gutachten an diesen Punkten, wenn es um Messungen geht,
die nicht mit entsprechenden Messwerkzeugen durchgeführt worden sind, eigentlich unbrauchbar sind. Mhm. Denn ein Gutachter kann sich nicht hinstellen und kann sagen, nur weil ich eine gewisse Lebenserfahrung habe, kann ich jetzt sagen, dass der Winkel 30 Grad sind oder 40 Grad sind. Wir können dort böse Überraschungen erleben, vor allen Dingen bei Gutachten in der Unfallversicherung. Denn hier geht es oft auch bei Armbewegungen, wenn ich jetzt den Arm anspreize oder sowas, geht es auch oftmals bei Winkelgraden um den Grad der Erwerbsfähigkeit, MDE genannt. Und da ist es schon entscheidend, dass wir hier entsprechende Messwerkzeuge haben. Mhm. Und wenn der Gutachter uns nicht erklären kann, wie er auf diese Messungen kommt, dann ist das Gutachten aus unserer Sicht nicht verwertbar. Und wir weisen dieses Gutachten auch tatsächlich zurück. Das ist also sehr häufig so. Man redet von 80% aller Gutachten, die in diesen Punkten fehlerhaft sind. Ja, das ist extrem viel. Und deshalb sollte man da auch wirklich genau drauf achten. Schlimmstenfalls verlangen wir auch von der Deutschen Rentenversicherung oder vom Unfallversicherungsträger, dass ein solches Gutachten aus der Rentenakte entfernt wird, weil es dann letzten Endes nicht verwertbar ist. Nochmal. Also ich will nochmal darauf verweisen, Schätzungen sind also nicht angebracht, wenn es um Ihre Einschätzung, also gutachterliche Einschätzung Ihrer Gesundheitssituation geht. Noch zum Abschluss ganz kurz. Gutachten, die von der Deutschen Unfallversicherung angefordert werden oder gemacht werden, dort haben Sie das Recht, den Gutachter, es werden immer drei zur Verfügung gestellt, auszuwählen, und Sie dürfen dort auch widersprechen. Wenn Sie auf das Widerspruchsrecht bei diesem Gutachten nicht hingewiesen werden, ist dieses Gutachten im Verwaltungsverfahren als unverwertbar einzuschätzen, und deshalb muss ein solches Gutachten auch dann, wenn es von einem Gutachter gemacht wird, den Sie nicht haben wollten, dann aus der Rentenakte oder aus der entsprechenden Akte entfernt werden. Näheres zum Thema Begutachtung und Begutachtersituation finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Unser Frank Weise und Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.